Mahlzeit, die Schlawiner Gnome wieder hier. Jo, wieder ein bisschen World of Tanks oder irgendein Scheiß, wollte ich gerade sagen. Gib wieder ein bisschen World of Tanks. Mit dem Sperrpanzer Lux bin ich hier unterwegs. Wie zu sehen, ich habe so keinen Bock mehr zu spähen. Echt. Jedes Mal, weil ich, ey, das, du hast hier Leute, die meckern dich vor, ey, späh du Penner, oder wieso, die werden erstmal unhöflich. Eins wollte ich wirklich sagen. Die WOT-Community ist so toxisch. Nicht jeder Einzelne, aber die meisten. Ich meine, wenn was im Chat abgeht, dann ist es meistens, ey, ihr dummen Ficker, ihr dumm dies und jenes, ne? Ja, schon wieder demonetarisiert. Ich habe keine Monetarisierung, aber egal, das wäre jetzt weg, ne? Wirklich so extrem. Ich muss zugeben, ich habe mich auch manchmal verleiten lassen, weil ich manchmal diese Hohlheit der Leute einfach nicht abkann. Ja. Es geht hier nicht um ein Gemeinschaftsspiel, sondern jeder versucht da einfach so viel Kills wie möglich zu machen. Das ist ganz klar. Da wird man beleidigt, weil man nicht späht. Weil weiß ich ganz genau, wenn ich spähe, ich werde als erster immer weggeruppt. Es ist jedes Mal das gleiche und genauso ist es ja auch dann hier auch meistens passiert. Ne? Und da denke ich mir so, ey, dann späht selber, wenn ihr die... Moment. Ah, okay. Nochmal probieren... Also ich schieße, ja okay, jetzt habe ich Schaden gemacht. Ich gucke mal, wie viel Schaden das auch natürlich ist. Sonst muss ich halt die Munition wechseln. Es gibt einen Munitionstyp, den benutze ich nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Der mittige, ich komme gerade nicht drauf, wie der heißt. Den benutze ich nicht. Hat mir bisher überhaupt nie irgendwas gebracht. Deswegen setze ich den auch nicht mehr ein. Wahrscheinlich ist er mal irgendwo gut. Ich habe einen Panzer gehabt. Jo, und schon haben wir einen Kill. Ich habe einen Panzer gehabt, da habe ich drei Munitionstypen verwendet, aber wie gesagt, der war mit der nutzloseste. Wahrscheinlich ist es echt nur gegen leichte Fahrzeuge. Und ansonsten bin ich stehen geblieben. Ja, toxische Community. Ja, ist halt einfach so. Ne? Es ist wirklich so, aber das hast du in jedem Spiel. Das hatten wir in War Thunder, das hatten wir in World of Warships. Ich habe auch gemeckert, ne? Für die, die es nicht wissen. Ich bin ja bei War Thunder permanent für den Chat gesperrt, auf Lebenszeit. Du kriegst ja 10 Verwarnungen und dann bist du weg. Ne? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich alles von mir gegeben habe. Das ist halt so, diese Spiele haben ein sehr hohes Frustrationslevel und natürlich muss man dann irgendwie der Erwachsene sein und sie sagen, ja, dann kann ich. Reg dich nicht auf, nur weil die alle spielen wie die Hirntoten hier. Die Leute sind teilweise so hirntot. Vor allem, wenn man späht, man merkt, guck nach hinten und der bewegt sich keiner. Keiner bewegt sich nach vorne. Du spähst, du bist unter Feuer, aber die denken sich, ah, nee, ist mir, da vorne ist mir echt ein bisschen zu gefährlich jetzt. Ne? Wahrscheinlich schießen sie den weg, aber ja, der muss weg hier. Ich versuche gerade rauszufinden, ob der auf mich zielt. Nee, der zielt nicht auf mich. Der versucht einfach zu flüchten. Pass mal auf, ich versuche ihn zu rammen. Uff! Das funktioniert. Ja, ich glaube insgesamt in meiner Karriere hier jetzt habe ich glaube ich drei, vier Kills durch Ram. Einen habe ich irgendwie immer gegen die Wand gequetscht, gegen so eine Hauswand und dann war der auch irgendwann hochgegangen. Aber ich war noch am Nachladen, sonst hätte er. Der war etwas irritiert, glaube ich, der Kollege. Ja, das war sehr schön. So. Ihr seht, ich habe oben Direktiven. Ich spiele auch nicht mehr, dass ich versuche, die Direktiven zu erfüllen, weil es nichts bringt. Wenn ich mich nämlich darauf konzentriere, dann wird es noch schlechter. Ich spiele einfach in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal die Dinge auch erledige. Also Aufträge sind das, ne? Also spezielle Aufträge für die jeweilige Panzerart oder die jeweilige Fahrzeugtypen hier. Wo sind die? Das ist auch selten. Ey, wie oft habe ich das gehabt? Wir verlieren 8 Runden am Stück, ne? Und irgendwer... immer anders. Ich glaube tatsächlich an RNG hier. All diese Spiele haben RNG. Wir haben Spiele nach 5 Minuten alle ausgelöscht. Ich denke mir, hä, was ist los? Da fängt dann schon an, nach 30 Sekunden haben wir schon 3 Fahrzeuge verloren gehabt. Nicht jetzt, das habe ich gestern gehabt. Da bin ich mit einem Stück unterwegs gewesen, Stück E. Und da dachte ich mir, ey, wie kann das sein? Wie kann das sein? Manche haben, bei manchen denke ich, die zielen so akkurat, das gibt's auch gar nicht. So, pass mal auf hier. Ich versuche nochmal so einen auf Geronimo zu machen hier. Es sind ja nicht mehr viele. Das ist aber auch so, manchmal zieht sich da so ewig hin, weil die so weit hinten stehen, wo ich mir denke, ey, wenn wir zu 4, 5 vorfahren, dann können die einzelnen Panzer, oh, fuck. Können die einzelnen Panzer auch nicht mehr zu, ey. Guck mal, wie er sich nicht für mich interessiert, ne, das ist ja natürlich, okay, ich versuch's mal. Buh! Scheiße, ich hab mir die, nein, ich hab mir die Kette beschädigt. Das war's. Ich glaube, das war's. Nein, du machst jetzt Arschloch. Kacke. Ja, passiert. Es hätte klappen können. Es hätte wirklich klappen können. Ja, mach ich halt noch eine Runde, ne? Ah, das lief jetzt blöd. Ich dachte, ich hätte mich gefreut, wenn ich den auch noch weggerammt hätte. Oder zumindest gekillt hätte, ne? So, ich hoffe, wir gewinnen hier. Jesus. So, einen haben wir noch. Ich überlege, ob ich das letzte Mal versuche, meine Aufträge zu erfüllen hier. Ich glaube, den ich jetzt habe, ist... Aufklären...
Aufklärungsschaden verursachen, also dadurch, beziehungsweise ich kläre auf, andere machen Schaden auf den jeweiligen aufgeklärten, von mir aufgeklärten Gegner. Und ich kriege dann jemand mein Dings fertig und muss selber noch Schaden machen. Ich glaube 400 und 400 ist das, 400 und 700. Muss ich mal gucken. Aber ich habe eigentlich keinen Bock mehr zu spielen, weil ich ja schon gesagt habe, meistens bin ich alleine dort. Oder ich werde halt so unter Feuer genommen, dass ich halt auch schnell weg bin, ne? Jetzt könnte man sagen, ja, deine Aufgabe ist ja zu spähen. Das Problem ist, wenn man diese Aufträge hat, ich sehe einige, die fahren mit ihren sehr schnell Mini-Panzern so nach vorne und spähen die ganze Zeit. Die schießen auch nicht wirklich, ne? Okay, dann kriege ich den Auftrag aber nicht erledigt. Klar, ich kann Spähschaden verursachen, also ich spähe, andere schießen rauf. Kommen wir hier. So, ja, ja, die sehen mich und ich sehe die, aber ich krieg auch, ich sehe ja, oben passiert überhaupt nichts, weil andere mit aufgespäht haben. Von daher bringt die ganze Scheiße schon wieder nichts. Ja, und ich sehe die dann halt auch kreuz und quer fahren, das heißt, mit der Artillerie kriegst du kaum getroffen, weil die ja ununterbrochen in Bewegung sind. Auch andere Fahrzeuge kriegen die kaum getroffen. Schön und gut, aber ich kann während der Zeit nicht schießen. Oder ich kann schon schießen, aber ich werde nichts treffen. Und dann kriege ich natürlich diesen Auftrag nicht erledigt. So, Motherfucker. Das Problem ist, eigentlich weiß ich es, wenn man sich hier hinter diese Felswand begibt, oder diesen großen Brocken, kommt der jetzt her hier, dann ist man eigentlich auch festgenagelt. Da kannst du nicht mehr großartig woanders hin, bis ich mal die Reihen so ein bisschen lichten hier. Pass mal auf, er hier. Der war auch schnell, der ist weg. Hm. Ey, ich glaube, das wird nichts. Ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass die hier auch mal was wegschießen, aber wo? Der will jetzt nicht vorkommen hier, oder? Doch, er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt. Jetzt versuche ich. Ich sag ja, festnageln. Ich dachte mir gerade, ah, oh, ich sollte hier nicht stehen bleiben, weil da ist ja dieser Spalt. Da könnt ihr durchschießen, könnt ihr auch durchschießen, aber meistens ziehen sie auch auf diesen Spalt. In der Hoffnung, oh, scheiße, das war jetzt ein bisschen zu viel. Ich glaube, das wird jetzt. Die schießen, aber die schießen nicht auf die Gegner, die meiner Meinung nach entfernt werden müssten. Okay, mal aufpassen, meine Kette wird gleich reißen. Wenn man natürlich immer so vorfährt, eigentlich bräuchte man auch mal eine Zeit, um das Ziel zu fokussieren. Ja, also das besser anvisieren kann ich natürlich nicht. Die Zeit habe ich nicht. Okay, sie schießen, weil sie denken, sie treffen mich. Ich stehe hier einfach blöd. Ich würde ja gerne weg, aber hier ist ja niemand. Ich gucke hinter mir, da sind Leute, aber die zielen offensichtlich auf andere Gegner. Okay, sie haben mich. Ich konnte gar nicht Schaden verursachen. Guck dir das an, ey. Ja, scheiße, jetzt hat er mich. Jetzt haben sie mich. Meine Kette ist hinüber, jetzt haben sie mich. Komm her. Ich krieg, kann ja auch nicht viel ausrichten mit meinem super leichten Panzer. Ich hab mein Kaliber ist einfach zu klein. Und die Sau ist zu fett da vorne. Okay, jetzt haben sie wenigstens mal was weggemacht. Scheiße, was soll ich machen? Kette wieder am Start, aber. Ah, oh Gott. Ich muss auch gucken, dass hinter mir keiner kommt. Hatte ich auch schon gehabt. Ich bin so auf meine Front fixiert, dass ich gar nicht merke, dass hinter mir da zwei hochfahren wollen und mich sehen. Okay, das ist nicht getroffen. Scheiße. Komm, fahr mal vor hier. Eins, zwei. Komm, komm, fahr vor. Ich habe die falsche Munition, bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest die falsche Munition für den. Fuck, wo? Das war's. Meine Kette ist wieder hinüber. Ich glaube, ich wurde von vorne getroffen von. Jetzt bin ich komplett weg. So, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich raste erstmal aus. Bis denn dann. Ciao, ciao.